Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Trend17TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und ich möchte an dieser Stelle das Video nochmal dazu nutzen, um das Thema PS4 Pro nochmal aufzugreifen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich für euren Support und euer Feedback bedanken für mein letztes PS4 Pro oder VR Video. Und dafür nochmal ein ganz dickes Dankeschön an euch da draußen. Ich bin echt überwältigt, wie stark da das Feedback und euer Interesse war. Mit diesem Video möchte ich nochmal auf die große Frage eingehen, PS4 kaufen, ja oder nein? Ich gebe euch hier natürlich nur meine persönliche Meinung wieder und wie ihr euch dann letztendlich entscheidet, ist natürlich euch überlassen. Ich habe auch lange überlegt, da ich ja noch eine PS4 habe, die ja auch noch wie neu ist. Ja, und ich habe eigentlich auch noch keinen 4K-Fernseher. Ich habe mir letztes Jahr erst einen neuen HD-Fernseher gekauft. Ja, da ist natürlich die Überlegung, kauft man sich jetzt die Pro oder nicht? Ja, und ich fange mal an mit einer kleinen Checkliste, die ich mir so gemacht habe. Das fängt natürlich an mit der Optik der PS4 Pro. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich finde sie eigentlich so ganz okay. Sie sieht so ein bisschen aus wie so ein zusammengeklebter Doppelwhopper. Die alte PS4 ist natürlich schon so ein bisschen stylischer. Aber irgendwie, denke ich mal, wenn sie dann auch hier dann bei mir nachher stehen sollte, ist sie eigentlich doch ganz schick. So, der nächste Punkt wäre die Leistung. Ja, als nächstes kommen wir dann zur Leistung. Meine jetzige PS4, die alte PS4, die hat 1,9 Teraflops und die neue PS4 Pro, die dann im 11. November rauskommt, genau, 11. November, hat 4,1 Teraflops. Das sind 125% mehr Leistung. Das ist natürlich so einiges. Für mich natürlich nicht ganz unwichtig, da ich auch starkes Interesse an der Sony VR habe und die natürlich auch gerne nutzen möchte. Und für mich ist das eigentlich so mit der wichtigste Kaufgrund, da die Pro doch deutlich mehr Leistung hat und die Brille natürlich auch deutlich mehr Leistung fordert. Aber wir werden sehen, ich werde es hoffentlich ausprobieren können, solange ich dann auch noch die alte PS4 hier vorrätig habe, denn die werde ich dann natürlich veräußern und werde das dann mal vergleichen mit der neuen PS4. Der nächste Punkt wäre die Zukunft. Ja, die PS4 Pro hat leider kein UHD-Laufwerk an Bord. Nun ist meine Überlegung dazu, wozu brauchst du ein UHD-Laufwerk? Selbst wenn ich einen 4K-Fernseher hätte, würde ich glaube ich keine, da meine die UHDs liegen so zwischen 25 und 30 Euro, würde ich glaube ich keine 30 Euro für so einen UHD-Film ausgeben. Der nächste Punkt wäre das 4K-Streaming. Mit der PS4 Pro kann man ja 4K-Streaming betreiben. Das bedeutet, ich kann mit Netflix oder Amazon, da sollen ja dann die Apps auch nachgereicht werden, kann ich dann ja meine 4K-Videos über Netflix schauen. Da ist natürlich wieder die Frage, ich brauche für 4K-Streaming natürlich eine Wahnsinnsleistung. Das heißt, die Internetleitung muss natürlich dementsprechend flott sein. Und ja, wir sind hier in Internet-Deutschland. Ja, ich habe da so meine Bedenken, dass das mit den Leitungen so hinhaut. Deswegen bin ich da auch noch sehr zwiegespalten, ob man das überhaupt braucht, dieses 4K-Streaming. Da muss, denke ich mal, Deutschland noch einiges tun mit seinen Internetleitungen, damit das noch besser wird. Ja, mein nächster Punkt wäre dann die Spiele. Die Spiele, Sony hat ja den Entwicklern aufgetragen, die neuen Spiele für die alte PS4 kompatibel zu machen. Das heißt, alles was jetzt neu auf den Markt kommt, muss auch auf der alten PlayStation laufen. Das kann natürlich den Vorteil der PS4 Pro stoppen, aufhalten. Da ich ja die PS4 Pro dann nicht ganz ausreizen kann, weil es auch auf dem alten Teil laufen muss. Das ist spricht natürlich eigentlich gegen einen Neukauf. Da muss man natürlich gut überlegen, ist es einem das wert. Sony hat ja verkündet, dass ein Teil der neuen Spiele, die jetzt rauskommen, so wie Uncharted 4 zum Beispiel, einen neuen Patch erhalten sollen. Die Grafik wird dann nachgepatcht, das heißt für die
PlayStation Pro wird sie nachgepatcht. Das bedeutet für mein Spiel, auch für meinen HD-Fernseher, ich habe dann deutlich bessere Texturen, besseren Lichteinfall. Und dieser Grafikboost, der soll sich wirklich lohnen, sagt Sony. Das werden wir dann sehen. Ist also auch wieder ein Punkt, der, für die Pro spricht. Ja, mein Fazit letztendlich, für mich der wichtigste Punkt für die neue Pro ist eigentlich die VR-Anbindung, da ich denke, dass die PlayStation 4, die jetzige PlayStation 4 von der Leistung her natürlich ausreichend ist, die Pro aber dann die grafisch anspruchsvolleren Spiele, die nächstes Jahr erscheinen werden, besser packt und natürlich auch die bessere Framerate, heißt Bildrate pro Sekunde, schafft und mit Sicherheit dann auch verhindert, dass mir eventuell dann mal beim längeren Spielen schlecht werden kann. Ich bin somit also, denke ich mal, mit 399 Euro, die die PlayStation Pro kosten soll, für die Zukunft gut gewappnet. Ja, mich würde natürlich auch eure Meinung mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich würde gerne mal mit euch darüber diskutieren. Wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr eine PlayStation 4, die alte noch? Oder habt ihr die neue schon bestellt? Oder behaltet ihr beide Konsolen? Wie sieht das mit der VR aus? Habt ihr die VR bestellt oder sagt ihr, nö, das brauche ich nicht? Haut es mal unten rein in die Kommentare. Es würde mich brennend interessieren und ich würde gerne mit euch darüber ein bisschen schnacken. Ich bedanke mich für euer Interesse und wir sehen uns beim nächsten Video wieder auf Trends17TV. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Euer Trendsack am Mike sagt ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. We're going down there. Search and rescue. Stick together. Keep out of the sun. 900 degrees in the sun? Oh, shit. Find these civilians dead or alive. Looks like a quake hit or something. It'll take more than that to knock this place out of orbit. Everyone spread out. Let's see what we can find. For you. Worker drones. Dog. Why are they moving like that? There's blood on the walls. Got a dead civilian here. Another one? Looks like his neck is broken. Drones must be tied to the power.